Yo Leute, was geht ab und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Spider-Man Remastered PS5 Black Cat DLC. Und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem neuen Video, Leute. Und wir müssen erstmal kurz zur nächsten Mission schwingen. Da würde ich sagen, Leute, liken, wenn es dir gefällt, in jedem Video. Ich würde mich sehr mit Support freuen, natürlich. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, hier nach links schwingen. Und dann mit dem neuen Anzug hier von diesem DLC, diesem Ausdaueranzug heißt es, glaube ich, hier mal probieren. Ich muss sagen, der ist jetzt nicht so geil. Das glänzt zwar richtig stark, aber da sind mir die anderen Anzüge ein bisschen, besser in Erscheinung getreten. Ist auch egal, Leute. Dann würde ich sagen, Leute, let's go zur nächsten Hauptmission und dann mal sehen, was wir jetzt machen müssen. Und wir haben in der letzten Folge auch die Black Cat gesehen. Die war auch sehr charmant drauf, die liebe Frau. Und, ja, das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend hier. Dann, ja, runter hier. Bam. Noch eine Autobombe. Welche Familie war es diesmal? Wieder Hammerhead? Vermutlich. Könnten noch mehr da sein. Ruf lieber das Bombenkommando. Bomben unter Sachen? Zeit für eine kleine Lösung. Das ist aber auch krass, ne? Also Autobrände sind in Berlin, auch in der Stadt, wo ich lebe, jetzt leider nicht zu einer Seltenheit geworden. Ja. Das ist schon krass. Also, dass einige einfach Autos verbrennen, auf die Straße gehen und sagen, yo, ich werde heute ein Auto verbrennen gehen, das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr krank. Das ist sehr, sehr wild. Da würde ich sagen, machen wir es mit der Mission hier schnell. Ich glaube, diese Spider-Bot-Mission gibt es auch nur in diesen DLCs. Kann es sein? Ich glaube, das gibt es nicht im Hauptspiel. Wenn dann vielleicht in irgendwelchen Nebenmissionen, aber die habe ich dann, glaube ich, nicht entdeckt. Dann schnell es entschärfen, also wo ist die Bombe? Spider-Bot sieht die Bomben zu. Oh, hier. Okay, ein paar sind noch übrig. Let's go, Spider-Bro, let's go, Spider-Bot. Spider-Bot, Spider-Bot. Sehen die das denn nicht, wenn es da irgendwie blinkt oder so, diese Bombe? Also das ist doch irgendwie auch sehr, sehr eindeutig, dass hier irgendwelche Bomben platziert worden sind. So, zur letzten Bombe, schnell. Ich mag das, wie diese kleinen Tasten oder diese kleinen Füße von der Spinne, dass man es einfach merkt, wenn er läuft. Beim Controller einfach, das ist voll die geile Vibration hier. Waren alle. Das kitzelt ein bisschen am Finger, wenn man hier ein bisschen rumläuft. Hammer, okay. Hat eine Mission. Lieber die Augen nach weiteren in der Stadt halten. Das sind also diese Verbrecher-Basismarken hier in diesem DLC. Heißt, wir können auch Basismarken einsammeln. Stimmt, da war ja noch was. Merken wir uns zu spät einfach. Dann mal sehen, haben wir jetzt neue Anzüge freigeschaltet, außer jetzt diesen Ausdaueranzug. Ich glaube, die müssten wir dann später bekommen. Ja, also es wird auf jeden Fall bald voll hier sein, deswegen wird es auf jeden Fall sehr, sehr wild sein. Okay, dann zur nächsten Hauptmission spielen. Triff dich mit Hallo? Mackie. Hier ist Detective Mackie. Ich habe deine Nummer von einem Freund bei der Polizei. Ich wette, ich kenne Ihren Freund. Wie kann ich Ihnen helfen, Detective? Vielleicht sollten wir persönlich darüber reden. Kannst du bei Gelegenheit im Revier in Greenwich vorbeikommen? Ich hörte, du triffst dich gerne auf Dächern. Sicher doch. Bis gleich. Damit werde ich erstmal beschäftigt sein, während ich auf MJ warte. Der Museumshaupt war verrückt. Die Zusammenarbeit mit Hammerhead klingt nicht nach Black Cat. Ich hoffe, MJ kann mehr über den Speicherstick erfahren. Dann würde ich sagen, ab zu Detective Mackie. Und sag mal sehen, was der Officer von uns will. Bestimmt irgendwas über die Ermittlung einfach. Ah, nee. Ich weiß, glaube ich, schon, was es wieder war. Ich habe schon einiges vergessen. Also die Sequenzen habe ich mir noch gemerkt, aber so die einzelnen Missionen, was man jetzt machen muss, das ist schon wieder auch eine längere Zeit her. Ich glaube sogar auch schon fast ein Jahr her kann es sein, das LP. Das Haupt-LP, das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr krank hier, was hier abgeht. So, Batteriezustand ist leider ein bisschen schwach. Sorry, Controller, aber du musst erstmal die Folge überleben, ohne aufladen. Das müsstest du schon hinbekommen, oder, Controller? Ich hoffe doch sehr hier. So, Mackie, oder ich merke mir den Namen nie. Wie ist denn da, Leute? Spider-Man, hier drüben. Yo, yo, was geht's? Mackie? Hey! Detective Mackie, nehme ich an? Vielen Dank fürs Kommen. Ich Vielen möchte Dank mit Warten. Dir über Black Cat reden. Ich verweigere die Aussage. Nicht die neue Katze, die alte, vor 20 Jahren. Ich habe an dem Fall gearbeitet. Black Cat ist eine Nachahmerin? Was ist mit dem Original passiert? Er starb im Gefängnis. Aber wir haben nie alle gestohlenen Gemälde gefunden. Ich habe eine neue Spur, aber die Polizei will keine Ressourcen an einen alten Fall verschwenden. Ressourcen verschwenden ist meine Spezialität. Super. Begib dich dorthin. Ich erzähle dir alles unterwegs. Okay, dann würde ich sagen, ich schaffen wir die Chrysler-Gemälde. Größter ungelöster Fall. Also wollte ich ein letztes Mal durch die Akten gehen. Die
die alte Katze stahl am liebsten Kunstwerke. Doch kurz bevor er geschnappt wurde, überfiel er eine Rauchmelderfabrik. Rauchmelder? Das klingt seltsam. Eigentlich nicht. Er stahl das darin enthaltene Americium 241. Wir dachten, jemand wollte ihm die Radioisotope abkaufen. Aber ich habe mir neulich einen Film angesehen und dabei kam mir eine Idee. Was, wenn er die Gemälde mit den Isotopen markiert hat, damit er sie leichter findet, wenn er wieder draußen ist? Welchen Film haben Sie gesehen? Halt, halt, sagen Sie es mir nicht. Spoiler. Also dachte ich, wenn wir dem Isotop folgen, könnten wir die gestohlenen Gemälde finden. Mein Anzug enthält einen Scintillationszähler, mit dem es funktionieren sollte. Ich melde mich, wenn ich was finde. Danke, Spider-Man. Wenn der Fall gelöst ist, kann ich zufrieden in den Ruhestand gehen. Und das sind genau die Officer, die wirklich ihren Job lieben und wirklich auch die Verbrecher jagen wollen. Also, mein Respekt hat der Mackie. Da würde ich sagen, ab zum Empire State Building ist es, glaube ich, hier. Und suchen wir nach diesem verlorenen Gemälde von dem anderen Blackheads, einem männlichen Blackheads. Aber ich erfasse keine Elektrizität. Vielleicht ist der nicht echt? Ob er wohl innen hohl ist? Eine Zeichenrolle. Freiheit. Detective, ich habe ein Gemälde gefunden. Es war in einem falschen Anschlusskasten versteckt. Ja, ich wusste es. Lass es dort. Ich schicke jemanden, der es abholt. In der Zwischenzeit schicke ich dir einige andere Adressen, die Hardy regelmäßig besuchte. Klingt gut. Moment, sagten Sie Hardy? Ja, der Name der ersten Katze war Walter Hardy. Ich schaue in seine Akten und kann dir dann mehr erzählen. Ah, also es gibt schon wieder einige Nebenmissionen, die habe ich auch ein bisschen in Vergessenheit geraten lassen. Also auch schon eine coole Sache. Also erstmal die neuen Verbrechermissionen mit dem kleinen Spider-Bot und dann auch noch die, ja, die Bilder von der lieben Black Cat, von dem lieben Black Cat. Das ist ein Mann. Felicia Hardy, die Black Cat, die ich kenne. Scheint ein Familienunternehmen zu sein. Ja, die mögen anscheinend auch schwarze Katzen. Der männliche und die weibliche, also der Vater und die Tochter. Peter, der Polizeiscanner meldet gerade eine Schießerei zwischen Hudson und North Moor. Unterliegt das Gebiet nicht der Magier? Ja, was auch immer Black Cat gestohlen hat, hat womöglich gerade einen Bandenkrieg ausgelöst. Ich werde mir das jetzt genauer ansehen. Anscheinend gibt es schon was Neues zu dem Museumsraum? Das ist, was ich weiß. Niemand weiß, was auf diesem Stick im Maria-Gemälde war. Aber angeblich hat Hammerhead ihn jetzt und die Magier-Familien rasten aus. Muss wohl ziemlich wertvoll sein, wenn eine berüchtigte Kunstdiebin dafür die Kunst... Ein weiteres Kunstwerk. Detective, ich habe noch ein gestohlenes Gemälde gefunden. Ich würde es nicht unterbrechen, aber ist auch egal. Damit durch sind. Wie ist Hardy überhaupt gestorben? Hat versucht, aus Rikers auszubrechen. Ist beim Schwimmen ertrunken. Aber jetzt können wir seine Beute zurückgeben. Und vielleicht erwischst du auch so die neue Black Cat. Stimmt, was ich natürlich will. Ich muss los. Bis dann. Hey, wo waren wir? Das ist, was ich weiß. Niemand weiß, was auf diesem Stick im Maria-Gemälde war. Aber angeblich hat Hammerhead ihn jetzt und die Magier-Familien rasten aus. Muss wohl ziemlich wertvoll sein, wenn eine berüchtigte Kunstdiebin dafür die Kunstwerke ignoriert. Warum arbeitet sie wohl für Hammerhead? Normal macht sie alles alleine. Wer weiß. Ich habe schon längst aufgegeben, Felicia zu durchschauen. Felicia, ja? Ihr nennt euch beim Vornamen. Also, ich meine, ich denke, vielleicht... Wir halten uns auf dem Laufenden, okay? Ja, und das sind genau diese kleinen Dinge in diesem DLC, die mir auch so gefallen. Einfach die Gespräche, wie MJ einfach reagiert, wenn Peter sie mit Vornamen nennt, also die Blackheads, also sehr, sehr cool. Gefällt mir wirklich sehr. Da würde ich sagen, Leute, so schnell rein hier und mal sehen, was hier abgeht, Alter. Müssen wir aufhalten, schnell. Jo, wie Blut, Alter. Also das Spiel ist doch blutrünstiger, als ich dachte, dieses Spider-Man-Spiel. Sind nicht zimperlich. Ich muss das beenden, bevor Angriff! Und Spider-Bro, Attacke! Alter, also Spider-Bro, also wenn ihr wirklich einen Bot braucht oder ein Gadget, nimmt den Spider-Bro. Der ist so OP, Leute, wirklich. Der macht erstens voll viel Damage, oder ihr könnt einfach schnell finishen, weil guck mal, die brauchen ein paar Schläge, sind schnell erledigt. Also, ey, Spidey! Voll daneben geschlagen gerade, das war nicht geplant. Du musst treffen, Spidey. Du musst treffen, Bruder. So, jetzt hier. Bam! Alle entschärft. Oh, shit. Oh, ein Sekaschi mit einer MG. Oh, shit, Alter. Die sind, glaube ich, sogar neu im Spider-Man-Spiel, ne? Die kamen nicht im Hauptspiel vor. Die ganze Bande ist da. So, Elektronetz, Netzbombe. Alles musst du stoppen, Bruder. So, bam.
Du verfluchter Idiot, frisst mir meine Eier hier. Lecker Schmecker Spinneneier. Hui. Oh, yo. Oh, yo. Boah, der hält ein bisschen mehr aus. Kann es sein, dass der dicker Schild... Oh, shit. Ich bin noch ausgewichen, Spiel. Ich bin noch ausgewichen. Boah, der braucht sehr viel Spinnen jetzt, glaube ich, oder? Dieser Vollidiot, kann es sein? Jetzt aber. So, weg mit ihm. Und, wer ist noch hier am Start? Ah, hier bist du. Du Freshdachs, frisst das hier. Okay. Habe ich alle erwischt? Ich denke schon, ja. Okay, 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 ich gebe auf. Lässt du mich gehen, wenn ich dir alles erzähle? Nicht, wenn du es nicht tust. Die weißhaarige Tussi meinte, wir sollen hier unten etwas Lärm machen. Köder für Deppen. Und ich bin der Depp. Wo hast du sie getroffen? In der Bodega, auf der Waverly. MJ, die Schießerei war eine Ablenkung. Black Cat wollte damit die Polizei weg von der Waverly Street locken. Eine der anderen Magia-Familien hat ein Versteck an der Waverly. Die Scissoros, glaube ich. Vielleicht erwische ich sie noch. Felicia lässt sich Zeit. Sie geht immer systematisch vor. Ist das so? Ich melde mich wieder. Aber Peter, sei froh, dass du MJ hast. MJ ist um einiges besser als da ist die Black Cats. Okay, Felicia, wo bist du? Ah, ist hier Katzenkot oder was ist das hier, hä? Asphalt vom Dach. Ah, nee, nur Asphalt vom Dach. Okay, kein Katzenkot. Ah, zu gut, ey, zu gut. Okay. Dann ab nach oben. Schnell, Spoiler, schnell! Hoch mit seinen Füßen. Ihre Überwachungsausrüstung. Was hast du dir angeschaut, Felicia? Oh, das kennen wir schon zu gut aus dem Hauptspiel. Wieder eine Katze entdecken, oder? Ah, ja. Da ist doch irgendwas Schönes. Oh, hallo Spinne. Felicia, die Magia ist kein Scherz. Du solltest nicht so mit ihnen spielen. Aber ich spiele so gerne. Spider-Man! Er gehört zur Katze! Schnappt ihn! Das stimmt gar nicht! Aber, also, diese sexuellen Andeutungen auch, wie dies davor uns, ey, also... Also, dass Peter nicht Nein sagen konnte zu ihr, das kann ich auch schon auf jeden Fall ein bisschen verstehen, aber, ja, sie ist auch sehr böse, hier so, bam! Bam, einfach alles rein spam hier. Boah, Junge, Alter, das ist krass! Das ist so krass, Leute! Junge, Alter, seht ihr das, Leute? Seht ihr das, wie krank einfach diese Spider-Bro-Spinne ist, Alter? Das ist so krank! Oh, chill, chill! Einfach alles schon erledigt, Junge. Das hat Spaß das gemacht. Das ist zu OP, Alter. Das ist echt zu krank OP. What the fuck? Schnell zu ihr, Alter. Ich beobachte dich gerne. Erinnert mich an alte Zeiten. Was ist auf dem Stick? Ehrlich gesagt, ich bin nicht sicher. Warum stiehlst du ihn dann? Wenn ich's nicht mache, töten sie meinen Sohn. Warte, dein Sohn? Verdammt, Felicia hat einen Sohn. Kann nicht sein, also könnte schon sein und ich könnte... Oh nein, darüber denke ich lieber gar nicht erst nach. MJ, ich habe die Katze gefunden, aber sie ist entwischt. Wirklich? Wie systematisch von ihr. Sie hat noch einen Speicherstick geklaut. Jede Familie hat also einen Stick. Was wohl drauf ist? Hast du noch was rausgefunden? Naja, nicht viel. Okay. Klingt, als würde sie Hammerhead im Machtkampf gegen die anderen Familien helfen. Das könnte für uns alle böse enden. Die Stadt braucht definitiv keinen Bandenkrieg. Ich lasse es dich wissen, wenn ich etwas über die Sticks erfahre.
Buddy. Ich bin's, dein größter Fan. Moment mal. Screwball? Oh, sag mir nicht, du bist wieder raus. Aber sowas von. Und ich habe einige meiner Fans mitgebracht. Sind sie nicht unfassbar süß? Sie helfen mir bei meiner neuen Show. Und du musst unbedingt vorbeischauen. Bis dahin. Diese Typen hat man wohl nicht wegen guter Führung entlassen. Ich sollte mir das da drüben genauer ansehen. Ja, und da haben wir auch erfahren, dass Spidey schon mal mit Blackhead geschlafen hat und dass die liebe Scrooble auch so eine Art Streamerin ist. Da frage ich mich ernsthaft, warum wird sowas nicht gebannt? Also, ich meine, sie ist ja eine Kriminelle, die Scrooble. Wenn sie meine Karriere verfolgt haben, und das haben sie, natürlich wissen sie, dass die Mafia Thema meiner ersten großen Art. Ach, halt die Schnauze, Jameson, Alter. Die Medien haben sie mehr als einmal für tot erklärt, aber ähnlich wie Kakerlaken taucht sie immer wieder auf. So wie jetzt. Die Leute... Egal, ab zu Scrooble, zu ihrer komischen Streaming-Show. Fans wieder hinter Schloss und Riegel zu bringen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Zuschauer sie immer generiert. Ich glaube auch sehr viele bestimmt, Alter. Bei solchen krassen Events, Alter, ist schon auf jeden Fall sehr wild. Dann, ja. Uiu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 i. Jetzt ausschalten? Oder... Ja, ich glaube jetzt ausschalten einfach. Internetstars zu vergöttern. Das sind also auch diese Fans, oder wie? Das sind genauso große Fans, Alter, diese Knechte. Was, Screwball? Aber was ist denn ihre kranke Fähigkeit? Oder einfach, ist ihre Fähigkeit einfach nur Spiele, sage ich mal, für Spider-Man zu entwickeln und irgendwelche Tricks? Oder hat sie auch irgendwelche, sage ich mal, Fähigkeiten, die ihr helfen könnten im Kampf irgendwie? Oder irgendwas Krasses? Oder ist sie einfach nur jemand, die ein bisschen gerne Scheiß baut im Internet? Ich glaube, das ist dann noch die bessere Erklärung für sie. So, du Roter, weg mit dir. Bäm! Eins ist wie immer. Screwball lässt andere die Drecksarbeit erledigen. Was hatten sie überhaupt vor? This is the question. Was hatten die vor? Spider-Man! War das nicht spannend? Der perfekte Start für meine brandneue Show mit dir! Tut mir leid. Keine Zeit. 27k Zuschauer sie gerade. Tschüss, Alter. Gib mal ein paar ab, Leute. Ah, das ist bestimmt auch Darknet oder so, ne? In diesem ganz krassen Untergebiet des Internets, wo sie wirklich alles streamen können. Auch sogar brutale Videos können sie auch noch streamen. Also ich glaube, es ist dann doch nicht in dem, sage ich mal, oberen Internetgebiet, sondern auch in diesem richtig tiefen Dark Web, wo sie alles streamen kann, was sie will. Auch sogar, ja, gewaltsame Inhalte. Was für eine kranke Biatch. Dann machen wir jetzt mal eine Mission von der verdammten Screwball und, ja, dann let's go. Weißt du, was ein EMP-Generator ist? Zu gut. Wenn du sie nicht aktivierst, legen sie in der Stadt den Strom lahm. Oh, und wenn du sie in der falschen Reihenfolge deaktivierst, dann beeil dich besser. Sie hat ein cooles Overlay. Den kann ich nutzen, um den richtigen Weg zu sehen. Mit 2,7 Millionen Abonnenten, also ist das schon eine große Fanbase, die Screwball, aber das sind bestimmt auch nur Vollidioten, kann es sein? Ja, ich weiß, Spiel. So, dann let's go, würde ich sagen. Meine Netze sollten sie unschädlich machen. Spider-Man? Kannst du bitte springen? Ah, geht's auch. Okay, okay. Ich weiß Bescheid. Ah, das war diese Stelle. Die habe ich auch mal meistens verkackt im Hauptplatz. Ich hoffe jetzt, kann ich sie gut machen? Ah, ja. Das ist sehr gut. Okay, das ist sehr gut. Dankeschön. Ja, gefällt sie, aber mir gefällt es im Scheißdreck. So. Die EMP ist aus. Ich darf nicht vom Weg abkommen. So, dann auch nächstes EMP. Schnell, schnell, Spidey, schnell! Schau mal, eine Fotobombe! Ja, verstehe, was? Verstehe. In der richtigen Reihenfolge deaktivieren. Oh, das war dann doch ein bisschen blöd von mir, muss ich sagen. In der richtigen Reihenfolge muss es passieren. Was mache ich denn, So. Yay, oh mein Gott, so. Das ist krank, Alter. Das ist sehr krank. Es gab doch auch einen in dem Batman-Universum, der auch so komische Spiele entwickelt, oder? Für Batman? Das war der Riddler, genau. Der Riddler war genauso ein Crackhead. Genau wie Screwball.
Aber der Riddler ist doch ein bisschen berühmter als Screwball. Screwball, was ist das für ein Name überhaupt, Alter? Na, der Perfektion. Ah, nur Silber leider, aber ist schon auch okay. Ist schon okay. Ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Danke. Hey Peter, ich glaube, ich kenne Black Cats nächstes Ziel. Echt? Wie? Laut Polizeileitstelle gab es einen Einbruch, der ihrer Vorgehensweise entspricht. Ich schicke dir den Standort. Wenn du sie findest, lass dich nicht wieder austricksen. Ja, ich werde aufpassen. Sie ist... Ich weiß nicht. Sie zieht das Pech geradezu an, egal wo sie ist. Black Cat bringt Unglück? Das ist ein wenig übertrieben, Pete. Okay, dann würde ich sagen, mit diesen Worten machen wir jetzt mal Schluss hier. Und dann würde ich sagen, Leute, liken, wenn es dir gefallen hat. Gerne Supporter lassen. Ich würde mich sehr darüber freuen, natürlich. Und dann würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns dann. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.